Ihr seid auf dem Pondwerk-Kanal, ich bin der Frank und heute wollen wir über die Nachteile von Bürstenfilter sprechen. Ja, der eine oder andere wird vielleicht sagen, welche Nachteile. Da kann ich nur sagen, alles im Leben hat Vor- und Nachteile. Und wenn man irgendwo keine Nachteile sieht, dann sollten sowieso generell die Alarmglocken angehen. Aber das gilt jetzt für alle Beiträge dieser Nachteile-Serie, wenn er die ersten paar verpasst hat, habt einfach hier in der Playlist nochmal nachschauen. Im Moment zeigen wir die Nachteile von diversen Filtersystemen auf. Und heute eben von Bürstenfiltern. Fangen wir an mit Nummer 1, der Platzbedarf. Wir brauchen eine Anströmfläche, 1 Quadratmeter oder auch bei größeren Teichen mehr. Dürfen es auch 1,5 oder 2 Quadratmeter Anströmfläche sein. Also der Querschnitt, und dann brauchen wir aber auch Länge, Baulänge, 3, 4, 5 Meter. Ja, da sind eurer Vorstellung ja keine Grenzen gesetzt. Und verglichen mit anderen Filtersystemen ist einfach der Platzbedarf bei Bürstenfiltern hoch. Muss kein Problem sein, wenn ihr massig Platz habt und sagt, tut mir gar nicht weh auf dem Grundstück. Alles gut, aber prinzipiell muss man sagen, Platzbedarf ist ein Nachteil, denn es gibt auch Leute, die haben wenig Platz auf dem Grundstück und wollen eben noch ein bisschen Rasen haben oder den Teich ein bisschen größer und dann nicht so viel Platz für Filterbürsten spendieren. Deshalb Platzbedarf ein wichtiger Punkt bei Bürstenfiltern. Punkt 2, die Abreinigung. Es ist kein automatischer Filter. Gelegentlich lässt man das Wasser ab. Das ist eine Mini-Aufgabe. Über die brauchen wir jetzt nicht groß diskutieren. Aber ein paar Mal in der Saison sollten wir auch die Bürsten reinigen. Da kommt es drauf an. Auch das könnt ihr einigermaßen elegant anstellen mit dem Schlauch. Aber es ist eine Arbeit. Es ist ein zusätzlicher manueller Aufwand. Und ob man denn bereit ist einzugehen oder nicht, ist eine ganz andere Baustelle. Prinzipiell ist es ein manueller Filter, der händisch gereinigt werden muss. Also händisch in Anführungsstrichen, mit Schlauch, mit einem Werkzeug, wie auch immer. Da kommen wir auch schon zum dritten Punkt, der ja, optional ein Nachteil sein kann, und zwar bei Fadenalgen. Bürstenfilter und Fadenalgen sind nicht so die Traumkombination, wenn ihr richtig ein großes, massives Fadenalgenproblem habt und die kommen relativ lange an euren Bürsten an und die wickeln sich so drumherum. Dann kann sein Abspritzen reicht nicht mehr, dann müsst ihr da anfassen oder müsst mit irgendeinem Hilfsmittel die Fadenalgen von den Bürsten entfernen. Das geht zum Beispiel bei einem Endlosbandfilter einfacher. Da werden die Fadenalgen in die Schmutzrinne transportiert. Wenn es sehr viel ist, kann da auch was verstopfen, logisch. Aber prinzipiell Fadenalgen und Bürsten muss ich ran. Das ist die Message. Und der vierte und auch letzte Punkt für heute sind Wasserparameter. Und zwar Belastungsparameter wie Phosphat und Nitrat. Sind bei Bürstenfilteranlagen nicht immer, aber häufiger erhöht. Wieso? Ist ganz simpel. Ihr lasst ja den Schmutz ein paar Wochen drin, bis er mal das Wasser ablässt und weiterer Schmutz und natürlich auch Bioaktivität und auch Mikroorganismen, müssen wir nicht drüber diskutieren, verbleiben dann in den Bürsten. Und aber auch natürlich zum Beispiel Kot, Stücke und so weiter zersetzt sich, ja, aber unterm Strich ist einfach die Schmutzfracht da länger drin und Phosphat und Nitrat sind höher im Durchschnitt als bei einem Filter, wo der Schmutz zügig rauskommt. Trommelfilter, Endlosbandfilter, da wird der Schmutz alle 15, 20, 30 Minuten entfernt. Ist es ein Problem? Jein. Also Phosphat und Nitrat tun jetzt dem Fisch weniger weh, da ist er relativ tolerant. Es sind halt wieder
Pflanzendünger, die zwei Stoffe, kennen wir aus dem Garten. Und die können natürlich auch dafür verantwortlich sein, dass eure Algen wiederum besser wachsen. Aber wie so oft, ich stelle nur hier diese Punkte zusammen. Ja, völlig, es spiegelt nicht unbedingt meine Meinung wider, sondern ich sammle einfach die Punkte und stelle sie euch vor. Der Übermittler schlechter Nachrichten brauchte früher ein schnelles Pferd. Ich hoffe und denke, dass ich kein schnelles Pferd brauche, weil wir das alles hier sehr entspannt machen. Ihr könnt einfach drüber nachdenken, habt einen Bürstenfilter, trifft es zu, trifft es nicht zu, könnt ihr unten reinschreiben ins Kommentarfeld. Und wenn er noch vor der Entscheidung steht, könnt ihr einfach die ganzen Punkte hier in den Videos mal aufnehmen und euch dann eure eigene Meinung bilden, mit welchen Nachteilen ihr am besten leben könnt. Und der kleinste Schmerz gewinnt meistens. Also da habe ich gesagt, naja, da gibt es auch die und die und die Punkte, aber die tun mir am wenigsten weh. Und deshalb entscheide ich mich dafür. So ungefähr funktioniert das meistens im Leben. Vielleicht auch unbewusst, ohne dass man es wirklich merkt. Und genau deshalb machen wir auch diese Videoserie. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Es wird weitergehen mit Nachteilen von anderen Systemen. Schaut gerne wieder rein. Bis bald, euer Frank. Tschüss.